Herzlich willkommen hier zum ersten wöchentlichen Commentary. Ich will daraus so eine kleine Serienart machen, wo ich einfach jede Woche einmal ein Commentary hier auf YouTube hochlade, wo wir ein bisschen über die Märkte gehen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann gleich nach dem Intro. Genau, also was wird hier in diesem wöchentlichen Commentary euch heute erwarten? Wir werden erstmal ein Recap machen von der vergangenen Woche. Wir werden anschauen, was ich im Discord geteilt habe, was ich eventuell falsch oder richtig gemacht habe. Daraufhin werden wir einen Forecast machen. Wir werden schauen, was können wir nächste Woche erwarten, was kommt nächste Woche auf uns zu. Und genau, ich würde mal direkt starten mit, was letzte Woche über passiert ist. Damit würde ich sagen, starten wir erstmal hier im Discord. Ihr seht hier, ich hatte letzte Woche ein Weekly Outlook geteilt gehabt. Für die Leute, die es nicht wissen, wo man diesen Discord reinkommen kann, ich habe unten einen Link, einen Linktree-Link, nicht verwundern. Und dort ist dann ein Bereich, wo ihr auf den Discord zugreifen könnt. Da ist dann ein Link zu diesem Discord-Channel. Könnt ihr gerne alle reinjoinen. Ich hatte dieses Bild hier reingesendet. Ich wollte den EU Long sehen. Es wird ein Euro zum US-Dollar wollte ich Long sehen. Dementsprechend den Dollar-Index Short. Ich wollte ihn aber in einem bestimmten Area reagieren sehen. Und was er gemacht hat, schauen wir uns gleich an in Ruhe. Und zudem hatte ich hier ein Bild geteilt gehabt, dass wir hier einen Point of Interest hatten. Aber habe das so noch geschrieben gehabt, ob Long oder Short ist jetzt noch nicht sicher. Ich habe nur beschriftet, dass hier unten ein Daily Order Block ist im Dollar Index und dass hier oben ein bärischer Point of Interest ist, der erste. Und zwar die bärische Imbalance und Open von einem größeren Up-Move. Das Bild, wir haben jetzt hier im Kopf, okay, ich wollte den Dollar an sich Long sehen. Die Targets waren die Highs hier oben. Es war dieses High und dieses High. Die nächste Liquidität, die angezeigt ist. Und ich wollte ihn eigentlich gerne einen Retest hier reinmachen sehen. Warum? Wir haben eine schöne doppelte Imbalance. Das hier war der Order Block, der den Markt in den Open vom anderen Order Block brachte. Das war das hier war der letzte Down Move. Und ich wollte gerne, dass er hier reinläuft in diesen Down Move rein, wo hier viele Verkäufer vorhanden sind. Dazu eine bullische Imbalance und von dort aus bullisch reagiert zu unseren Targets. Er hat das nicht gemacht und das war komplett in Ordnung, weil wir waren im Allgemeinen von dem Point of Interest viel weiter entfernt als von der nächsten Liquidität und dementsprechend ist er dann direkt um 14 Uhr hochgelaufen, hat die Liquidität genommen zu der New York Session und das war auch komplett in Ordnung. Was hat er jedoch daraufhin gemacht? Daraufhin war er komplett am Konsolidieren. Das heißt, ihr seht hier, nachdem er über das High hier kam, ist er hier insgesamt 2 Tage, also sagen wir mal 3 Tage konsolidiert. Bis zum Donnerstag hin. Und das war ziemlich nervig, weil wenn der Markt so am Konsolidieren ist, entweder man nimmt diesen Seek and Destroy mit, man kann das lesen in Lower Timeframe, wo Liquidität entnommen wird, bis zum nächsten Internal Liquidität oder Internal Point of Interest. Das Ganze ist aber ziemlich schwer. So, dafür muss man halt wirklich scalpen, dafür muss man wirklich Liquidität in Lower Timeframe lesen können. Und dementsprechend war es schwierig, im größeren Bild sich eine Meinung zu machen. Deswegen habe ich gesagt gehabt, dass wir im Dollar keine richtige Meinung haben können. So im Dollar waren wir halt hier in einem Daily Point of Interest. Ich markiere das mal eben. Wenn wir den Daily Chart hier aufmachen, sehen wir hier ein Open von diesem ganzen Down Move hier. Ich markiere mal davon hier eben den Open. So. Genau, wir hatten hier in Higher Timeframe den Open von diesem riesigen Order Block. Und den hatte ich markiert gehabt und habe geschrieben, dass wir halt momentan zwiegespalten sind, weil er war halt dauerhaft nur am Konsolidieren. Wir haben von einem bullischen Point of Interest eine Reaktion gezeigt. Wir sind unter die Lows gekommen und entweder konsolidiert und entscheidet sich weiter Long zu gehen oder er konsolidiert kurz, macht eine Redistribution und reagiert von dort aus weiter bärisch. Und dementsprechend waren 2 Szenarien in Betracht zu ziehen. Und ich hatte hier den ersten Point of Interest eingezeichnet: bärische Imbalance Open von diesem größeren Order Block hier, der den Markt über das High gepusht hatte. Das war der Open hier. Und von dort aus hat er auch bärisch reagiert. Die Konsolidierung war halt nur wirklich ziemlich stark. Das bedeutet, der Fokus hier in dieser Redistribution, Verkäufer rauszuholen, Käufer rauszuholen, Liquidität zu entnehmen, Liquidität aufzubauen, war wirklich hoch. Das kann man ziemlich gut beobachten, egal was ihr versucht habt. Ob er jetzt hier vom Point of Interest reagiert hat und auch ich hatte dann versucht, ihn zu shorten, wo dann Break-Even rausgeht hat. Es ist einfach passiert. So, das Ziel hier war es einfach, die ganzen Verkäufer und Käufer rauszuliquidieren, Käufer reinzubringen, die rauszuholen.
Und das kann man hier ziemlich gut beobachten. Das ist halt eine typische Redistribution gewesen. Und dementsprechend war es schwierig, hier in dieser Phase im größeren Bild sich zu platzieren. Außer man hätte halt eine Swing-Position gehabt, in der man sich Short platziert hätte und SL weiter oben hätte. Aber im kleineren Timeframe, Intraday, war es halt ziemlich schwierig, sich hier ein Bild zu machen, weil er halt wirklich 3 Tage am Konsolidieren war. Genau, was darauf hier war, seht ihr, hier waren ziemlich starke News, die denen nochmal einen letzten Push dann gegeben hatten, wo er hier in diesem Fall dann es geschafft hatte, nochmal hier drüber Buy-Side zu nehmen. Ich glaube, in EU kam er sogar unter dieses, hier in diesem Fall das High, aber in EU unter das Low. Schauen wir eben nach. Genau. In EU hat er Sell-Side Liquidität genommen gehabt. Das bedeutet, dann war hier wirklich klar, okay, als die News angefangen haben, Sell-Side zu nehmen, und sich dann bullig zu entscheiden. In dem Moment, wo man das betrachtet hat, war es schwer, sich hier ein Bild davon zu machen, weil wir halt in so einer starken Konsolidierungsphase waren. Und auch wenn er hier Sell-Side genommen hat, hatten wir trotzdem viel Sell-Side-Liquidität noch vorhanden. Und er hat im größeren Bild dann hier über diesen Highs auch Buy-Side genommen. Und dementsprechend war es in diesem Moment ziemlich schwer, sich für eine Richtung zu entscheiden und zu sagen, das ist High Probability zu 100%. Erst im Nachhinein, nachdem das Ganze dann wirklich erstanden ist, und das ist wirklich High Probability, war sicher, okay, man kann ihn long sehen. Ich hatte hier einen Screenshot gemacht gehabt für mich selbst, einfach in meinem eigenen Journal. Kann ich auch nur jedem empfehlen, macht euch wirklich ein Journal. Was meine ich mit einem Journal? Macht einen Telegram-Channel, macht irgendeine Forms-Datei, was auch, nicht Forms-Datei unbedingt, macht irgendeine, ja, Dokumentendatei oder was auch immer, wo ihr einfach für euch selbst immer journalt, eure Setups dort reinschickt und Beschreibungen für euch selbst macht, sodass ihr immer im Nachhinein darauf zugreifen könnt und schauen könnt, was habe ich gedacht, was habe ich im Nachhinein geändert, was habe ich falsch gesehen, was habe ich richtig gesehen. Ich hatte den EU Long gesehen in diesem Point of Interest hier und den Dollar Index hatte ich hier Short gesehen in dieser Area. Ich hatte hier die bullische Imbalance genommen um 50% von diesem Order Block. Das Problem hierbei war einfach, dass EU der Analyse entsprochen hat, aber der Dollar-Index nicht. Der Dollar-Index hat kurz vorher reagiert, bärisch zu gehen, und der Euro zum US-Dollar im Verhältnis ist in den Point of Interest reingelaufen. Ihr seht hier den Point of Interest und das ist genau derselbe wie hier. Er ist reingelaufen, hat von dort aus bullisch reagiert. Und das hier war High Probability. Hier sich in den News, nach den News, kurz nach den News eine Entry zu definieren, war ziemlich risky. So, ich glaube, wir hatten auch eine Live-Session in dem Moment. Und das war halt ziemlich risky. Da hatte ich auch gesagt, glaube ich, halte lieber meine Finger raus. Aber hier im Nachhinein, dass er von dem Point of Interest im größeren Bild reagiert, war auf jeden Fall klar. Eine Sache, die ich aber selbst falsch analysiert habe, es wird overall war die Analyse richtig. EU sollte hier raus reagieren, weiter bullish gehen. Aber ich selbst habe mir gedacht, weil es der letzte Tag der Woche war, wir waren ziemlich bullish unterwegs. Könnten wir ein Reversal erwarten, dass die Woche vielleicht ein bisschen weiter unten close? Wir hatten noch sehr viel Sell-Side-Liquidität hier vorhanden und ich hatte mir einfach gewünscht, dass er noch einen Push nach unten gibt. Nicht einen allzu großen Push, sondern einfach bis der Dollar-Index bis zu seinem Point of Interest kommt. Und dementsprechend hatte ich gesagt gehabt, dass ich gerne möchte, dass er hier eine bullische Reaktion zeigt. Zum Glück hat er eine Reaktion gegeben, nicht bis zum Targeting, hier oben, bis zum eigentlichen Point of Interest. Aber er hat eine Reaktion gegeben, sodass die meisten Leute, die sich dort in Euro-US-Dollar Short entschieden haben, ihre Position auch gut managen konnten, dass sie Break-Even raus waren oder mit bisschen Profits raus waren. Genau. Er hat reagiert von dort aus vom bärischen Orderblock wieder weiter bärisch reagiert und hat die Woche dann auch im Dollar ziemlich bärisch und im Euro zum US-Dollar ziemlich bullisch geclosed. So, ich hoffe, das war nicht allzu schnell gesprochen. Weekly Order Block, was meine ich damit? Wenn wir jetzt hier einfach im Daily Chart aufmachen, sehen wir hier, er kam über das High, das hier war der Open davon, er hat über dem High Buy-Side genommen, hat das Ganze gebrochen und hat dann einen Wick an diesen Open hinterlassen gehabt. Ziemlich clean war das, ziemlich simpel. Ihr seht hier auch, er kam über dieses High, hat einen Wick dort hinterlassen oder hier in diesem Fall noch viel besser. Mit dieser Candle kam er über dieses High, hat dann hier einen Wick hinterlassen. Zu dem Open davon und von dort aus weiter bullisch reagiert. Und genau dieses Szenario war dann hier auch vorhanden. Was möchte ich jetzt nächste Woche gerne sehen? Das erste, was wir machen, so, ich habe jetzt den Recap ein bisschen schnell gemacht, aber wollte auch nicht zu viele kleine Details ansprechen. Overall wollte ich den bullisch sehen letzte Woche. Overall waren ein paar Analysen richtig. Am Freitag war das halt mit dem Dollar falsch gesehen, dieses Buy-to-Sell-Szenario, hier in diesem Fall im Euro zum US-Dollar, ein Sell-to-Buy-Szenario, wo er dann hier bärisch reagiert hat. Manche waren short drin, haben dann gut gemanagt, dass sie noch Break-Even raus waren.
Aber im Allgemeinen hat der eigentlich gut vom Point of Interest reagiert. Er hat konsolidiert und jetzt im Nachhinein können wir klar sagen, okay, das hier ist eine Reaccumulation und im Dollar-Index eine Redistribution, sodass er es geschafft hat, dadurch weiter höher zu kommen. Was bedeutet in Divergence? Divergence bedeutet nicht genauso wie bei einer Accumulation oder Distribution, dass er aufgrund dessen unendlich lang in eine Richtung geht. Wenn wir jetzt mal hier den Dollar noch zu dem aufmachen, sehen wir, wir haben hier das High, hier das Low vom Dollar und hier das andere Low, so hier ungefähr so, und wir können beobachten, er ging von hier aus weiter runter, so, und dementsprechend sollte er im Euro zum US-Dollar, weil es genau das Gegenteil ist, also nicht genau das Gegenteil, aber im Verhältnis ist es eigentlich genau umgedreht, fast, sollte er auch höher gehen, und hier ging er auch runter, genauso wie er hier runter ging, ging er hier auch runter, dementsprechend hatte man eine Divergence. Ich will jetzt nicht allzu tief da eingehen, was dahinter steckt oder was auch immer. Aber diese Divergence bedeutet nicht, dass so unendlich lang jetzt runtergehen soll. Eine Divergence bedeutet einfach, dass man einen Push nach unten bekommen kann und wenn viele andere Confirmation vorhanden sind, dass man halt davon ausgehen kann, dass er weiter runtergeht. Genau, und das hat er gemacht. Er kam runter in den nächsten Point of Interest, in den Weekly Order Block rein, hat von dort aus dann wieder schön bullish reagiert. Genauso möchte ich eigentlich auch ein weiteres Szenario erstmal sehen nächste Woche. Wenn wir jetzt hier Forex Factory aufmachen, und wir schauen uns hier jetzt die nächste Woche an, den 15. bis zum 21. Januar. Dann können wir sehen, dass am Montag ist Bank Holiday. Das bedeutet, am Montag wird höchstwahrscheinlich Liquidität über den Tag aufgebaut. Das könnt ihr euch einfach merken. Bank Holiday wird meistens Liquidität aufgebaut. Dann haben wir am Dienstag haben wir im kanadischen Dollar CPI und im US-Dollar haben wir einen Index, der zur Verfügung gestellt wird. Da könnt ihr für euch einfach selbst die Aufgabe machen, zu schauen, hier in der History, 15. Dezember um 8.30 Uhr oder 15. November um 8.30 Uhr, könnt ihr einfach für euch selbst schauen, was ist dort passiert. Das bedeutet, ihr geht zu dieser Zeit zurück im Euro-US-Dollar, zu diesen Daten, schaut um 8.30 Uhr, ist dort etwas passiert? Wurde manipuliert? Haben diese News etwas ausgemacht oder nicht? So, da könnt ihr einfach ein bisschen selbst die Arbeit reinstecken. Dann seht ihr hier, dass wir am Mittwoch ebenfalls um 8.30 Uhr morgens News im US-Dollar haben und overall werden die hier schon als ziemlich volatile News gekennzeichnet und dementsprechend können wir eventuell erwarten, dass der morgige Tag uns Liquidität aufbaut und nachdem der morgige Tag, der Montag, aufgrund von Bank Holiday uns Liquidität aufbaut, dass der Dienstag und Mittwoch diese Liquidität entnehmen werden. Was kann man dann eventuell erwarten? So, man kann erwarten, dass eventuell hier konsolidiert den morgigen Tag und dann vielleicht am Dienstag, Mittwoch Sell-Side nimmt und dann bis zu meinem Target läuft 1.08986. Man kann auch erwarten, dass er eventuell konsolidiert und die News pushen ihn hoch und von dort aus reagiert er eventuell bärisch. Das kann man jetzt noch nicht sagen. So, ich selbst möchte gerne sehen, dass diese bullische Structure erstmal fortgesetzt wird. Er geht hier bullish, er hat einen bullischen Orderflow, er hat hier eine Reaccumulation aufgebaut, einen schönen Test dazu gemacht, das Ganze gemitigated, auch im Weekly Order Block und von dort aus möchte ich gerne, dass er bis zum nächsten Target läuft und dort habe ich für mich 8986 markiert gehabt. Wenn wir jetzt hier den Daily Chart aufmachen, können wir sagen, nachdem er das geht hat, kann man sich eventuell hier den Fair Value Gap aussuchen, daraufhin den Fair Value Gap weiter oben. Also man kann sich hier viele, viele Targets aussuchen, aber man muss immer betrachten, was gegen einen sprechen kann. Das bedeutet, seid ihr jetzt zum Beispiel bullish eingestellt, müsst ihr trotzdem überlegen, von wo kann er bärisch gehen. Das bedeutet, bis wohin kann ich ihn long handeln, bis wohin kann ich ihn kaufen, von dort er eventuell wieder gegen mich laufen kann. Und genau, dementsprechend würde ich sagen, wir warten einfach ab. Wartet geduldig ab, was der Montag gibt. Montag wird Bank Holiday sein, er wird konsolidieren eventuell und danach werden wir am Dienstag, Mittwoch sehen, ob er uns eine Entry-Möglichkeit gibt oder ob er schon bis zu meinem Target gelaufen ist, was auch immer. Aber behaltet im Hinterkopf, dass am Dienstag und Mittwoch höchstwahrscheinlich die Liquidität von am Montag entnommen wird. So, damit würde ich sagen, das war's vom Weekly Commentary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe das so verständlich wie möglich erklärt. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare reinschreiben oder im Discord, im Community-Chat nachfragen. Da sind bestimmt noch ein paar Leute, die euch die Fragen beantworten können. Würde ich sagen, wir hören uns. Bis zum nächsten Video und tschüss.